Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Cydia Julis. Ich stelle euch heute schon die zweite Tweak vor und los geht's. Die Cydia Tweak, die ich euch heute vorstellen möchte, heißt iOS 6 Photo Menu und diese Tweak ist kostenlos in der Big Boss Repo erhältlich. Und was das Ganze macht, zeige ich euch jetzt. Wie ihr vielleicht wisst, ist in iOS 6 die Facebook-Integration mit auch neuen Teilfunktionen und einem neuen Teilmenü dazugekommen. Weiteres dazu seht ihr nochmal in einem neuen Video. Aber auch wer noch auf iOS 5 ist, was ja, denke ich, die meisten sind, und dort einen Jailbreak hat, kann dieses Fotomenü mit den neuen Integrationsmöglichkeiten auch auf iOS 5 haben. Ihr seht, ich bin hier auf meinem iPod Touch auf der iOS 5.1.1. Und wenn ich jetzt einfach mal in die Fotos-App gehe, ich habe schon mal ein Foto vorbereitet und hier erstmal oben drauf geht, dann seht ihr hier nicht wie gewöhnlich diese Option mit dem Teilen und so weiter, sondern das Ganze sieht hier aus wie in iOS 6 in so einem kleinen Menü. Wir sehen hier, wir können das Ganze per Mail verschicken, eine iMessage-Nachricht oder eine SMS versenden mit dem Foto als Anhang. Wir können das einem Kontakt zuordnen, wir können es auf Twitter teilen, das Foto. Wir können das Ganze auf Facebook posten. Die Facebook-Integration ist ja, wie gesagt, neu in iOS 6. Und was nur in dieser Tweak funktioniert, wir können das Ganze auch auf Google Plus posten und das Ganze auch ausdrucken, kopieren und als Hintergrundbild einstellen. Meiner Meinung nach ist dies eine wirklich sehr nützliche Tweak für Leute, die noch auf iOS 5 sind. Was allerdings schade ist, ist das, wenn wir hier auf Twitter gehen, ihr seht, da ist ein kleiner Bug, das geht dann hier weg. Das wäre noch zu optimieren und zu fixen, das würde mich sehr freuen, aber ich denke auch, dass das in einem Update nochmal kommt. Was auch schade ist, dass das halt nur in der Fotos-App funktioniert und wenn wir zum Beispiel mal eine Seite hier haben von YouTube im Safari-Browser beispielsweise, können wir das Ganze hier nicht teilen, so wie ich gerade das im Menü gezeigt habe, sondern hier sind dann die üblichen Optionen. Und auch in der YouTube-App, in denen das in dieser Ansicht ist, die ich euch gerade gezeigt habe, sind hier auch nur noch diese drei Optionen und das Ganze in der Ansicht vom normalen iOS 5-Style. Das wäre auf jeden Fall nochmal zu optimieren. Ja, das war es dann auch schon vom zweiten Teil dieses Cydia Julis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und morgen geht's weiter.